Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen, ne? Der Kollege, der gleich noch dazu kommt, kommt gleich. Ich kann erstmal ein paar Fragen im Vorhinein rausklären. Ich bin Stufe 3 geworden, weil ich die dringenden Questen bzw. diese vorrangigen Questen bei Offline noch gemacht habe. Warum erkläre ich auch noch gleich. Dave ist safe. Momentan noch nicht dabei. Sunny. Keine Ahnung, wann der dazukommen wird. Er hat wieder den Sunny abgezogen und wir wissen nie, wann der dabei sein wird. Das Schöne ist, dass er sich sogar immer beschwert, dass er nie dabei ist. Aber wie soll man ihn dabei haben, wenn er so unzuverlässig ist, dass er nie mitmacht? Im Ernst, wir hatten das wochenlang vorher abgesprochen und auf einmal kommt vom Sunny, ich kann doch nicht mitmachen. Nur weil er zu faul war, beziehungsweise nicht dazu imstande war, einmal das Spiel anzuschalten. Also, ich will nicht flame, aber wäre hier eigentlich angebracht. Der Kollege, der gleich dazu kommt, der kommt auf jeden Fall. Den kennt ihr alle nicht. Das ist aber einer, den ich mehrmals schon bei verschiedenen Jagden gehabt habe. Bei dem vorherigen Monster Hunter. Ich habe jetzt auch nur hochgeboostet. Erstens, weil das sowieso dieselben Viecher sind, die wir bei Lowering schon mal bekämpft haben. Also bei Offline. Und sie dadurch halt wirklich schon alle kennen. Die ich euch bei Low Rank nicht gezeigt habe, zeige ich euch einfach bei High Rank. Und weil das vom Prinzip her dieselben Questen sind, die wir schon mal hatten, habe ich das jetzt einfach für euch übersprungen. Falls ich das nicht erwähnt habe. Jetzt habe ich hier euch 2-3 Minuten einen weggelabert. Jetzt mache ich einen Skip, bis der Kollege da ist. Jetzt erstmal an die Zuschauer. Der Kollege, den ich gerade eben erwähnt habe, ich habe vorher schon was aufgenommen, der ist jetzt endlich da. Hier steht er. Ich hatte ihn gerade eben mit einem Random verwechselt. Aber er ist hier, um mich zu unterstützen und zur Not mich zu carryen, weil er ist 9 Stufen über mir. Oh, hier unten kann man es hin. Bombe. Und renn ans Maschinengewehr. Mann, da ist schon wieder so ein dämlicher Vogel. So, ich habe ihn runtergekriegt. Ja, ich wollte halt nicht, dass die innerhalb von ein paar Minuten direkt wieder tot sind. Also, dass ich jetzt hier keine 2-Minuten-Aufnahmen ständig habe. Oh, der Apex ist da. Und natürlich reißt er das erste Ding erstmal komplett weg. So, ich mach mal beide jetzt auf dem Flammenstrahl. Das war die falsche Taste. Der hat das letzte Tor kaputt gemacht. Ich bin es nicht gewohnt, keinen Hund dabei zu haben. So, den müssen wir so bekämpfen. Kann es sein? Ah, jetzt sehe ich es. Bist du da hingekommen? Ich stelle erstmal neues Weifernfeuerzeug auf. Aua. Mit einem Salto runter. Ich
wollte heilen. Da kam was von hinten. Ja. Aber wenigstens die Coolheit kann man richtig cool werfen. Wo ist das Seitenbinder-Ding? Da. Komm her. Nicht so. Ups. Naja, die sind weg. Und den Arthros habe ich auch noch so ganz leicht gestriffen. So. Jetzt habe ich das endlich mal hinbekommen, das Ding auch aufzustellen. Und jetzt stelle ich mein Lieblingsspielzeug wieder auf. Maschinenkanone! Erstmal den da weg. Ist eine komplette Unterstützerkatze. Direkt das Vieh hier mal. Oh, hier ist einer zum Reiten. Auch gut. Die Köchin ist da. Jetzt mache ich 1200. So, berittener Rächer. Nein, warum springst du genau jetzt weg? Spielzeug, komm hier. Ich habe die Seitenbinde auf jeden Fall auf ihn abgefeuert. Futter für dich als Streuschuss. Warum stellen wir eigentlich nicht die Köchin da unten hin? Ich so gerade eben angekommen. Oder du meinst du Sushi? Los, Kakashi. Danke. Kann sie ja neu aufbauen. Oh nein. Ich muss die Dinger hier auch mal neu wieder aufstellen. So zieht er anständig. So, jetzt noch. Wie hast du mich da getroffen? Ach so, du hast einen Stein nach mir geschmissen. Der ist genau hinter mir auch mal kaputt gegangen. Ich hab doch gekontert, hallo? Okay, wir ignorieren mal den Konter. Finde ich gut. Darauf können wir uns einigen, Arthros. So, jetzt noch die Köchin. Mir fällt gerade was auf. Ich habe Desktop-Audio nicht angehabt. Bei meiner Aufnahme. Die hören dich jetzt erst. Oh, wow. Danke. Das ist mir aber bei Sunny auch schon passiert. Ich muss deswegen sogar schon mal eine Aufnahme wegschmeißen. Komplett aufgenommen und nichts drauf gehabt. Sorry, wenn ihr ihn bis jetzt nicht gehört habt. Ist mein Fehler. Mal wieder. Einmal mit Profis arbeiten. Ich hab's ja gerade eben schon mal gesagt. Wir haben einen dabei, der seinen Job versteht. Das bin nicht ich. Und dabei bin ich nicht der, der aufmacht. Sag mal, wie viel hält denn der aus? Eine ganze Menge. Vor allen Dingen bei Mehrspiele, da halten die ja sogar noch mehr aus als bei dir im Einzelplayer.
Mann, geh doch mal weg von mir! Oh, er hat endlich Verstärkung bekommen. Hat aber lang gedauert. Ich kümmere mich erstmal um den da, weil der nervt am meisten. Komm bitte runter auf den Boden. Danke. Erstmal den Aknosum weg. Oder auf ihn drauf. Auch gut. Also, komm her. Ich habe schönes Feuer für dich. Der Vogel trifft nix. Ich musste mich auch erstmal an das Monsterreiten gewöhnen. Oh, er ist geschwächt. Die Kanonen sind besser geworden. Juckt auch nicht mehr. Ach so, das Vieh ist tot. Oder? Nee. Doch, jetzt. Noch nicht. Wegen, das ist übel. Das letzte Tor zu viel aus. Das hat doch noch nicht kaputt gehen sollen. Irgendwo kommt man den Status davon doch sehen. Da in der Mitte. Aber schön, wenn das Vieh mich mal ignoriert. Kann ich mal reinstreuen. Aua. Oh, einer von denen hat mal was fallen gelassen. Mann, lass mich doch jetzt endlich die Bombe da hinsetzen. Nein. Warum bin ich gleich doppelt verwirrt? Der hat mich gerade aus der Verwirrung rausgeprügelt, schon habe ich sie wieder. So, Bombe, da. Perfekt. Zum perfekten Zeitpunkt gesetzt. Und einmal ausnehmen. Oh, ich gefalle dir. Mit dir kann man zumindest arbeiten. Ich habe schon schlimmere Leute gesehen. Ja, aus solchen Gründen will ich auch nicht mit Randoms dieses Spiel spielen. Ah, so ist Rückenpanzer. So, mit der Kanone die Bombe zünden. Schade, geht nicht. Nee, die funktioniert leider nur, wenn da was drauf tritt. Naja, ich habe zur Hälfte meinen Job richtig gemacht. Erstmal die Aufnahme. Die Aufnahme läuft, aber natürlich Audio vergessen von Discord anzulassen, dass es auch mit aufgenommen wird. Das ist so typisch für mich. Einfach wild einsammeln, interessiert mich eh nicht, was ich bekommen habe. Uhu, Jägerrang 14. Ich habe mir das gut gemacht.